Sie sind weltberühmt für ihre schicken Farben, ihr edles Design und die schnellen Motoren. Die Luxusauto aus Binigen. Jetzt muss sich der Paul Berger von seinen geliebten Monteverdis trennen. Es ist doch ein Kind, das weggeht. Aber es wird weiterleben und das ist wichtig. Wenn man daran denkt, was da für Arbeitsstunden, Herz und Liebe und Herzblut dabei ist, schon kann es dem Monteverdi nicht mehr leben. Aber ich glaube, ich habe die beste Lösung getroffen, die man konnte. Nämlich die ganze Sammlung aus dem Monteverdi-Museum Binigen ins Verkehrshaus Luzern zu zügeln. Das Museum gehört an Paul Berger. Er ist der Partner vom verstorbenen Autohersteller Peter Monteverdi und schon dabei gsi, wo alles angefangen hat, 1967. Hier in Binigen haben sie bis in den 80er Jahren 3000 Monteverdis produziert. Verkauft haben sie es in die ganze Welt. Das 200. Exemplar wurde nach Hongkong verkauft. Da in dieser Sphäre der Automobilbranche nur noch das Beste gut genug sein darf, schickte man den Wagen per Luftfracht, gleichsam erster Klasse, um die Welt. In der Schweiz geblieben ist das Monteverdi-Museum. Die weltweit einzig komplette Sammlung mit je einem von den 22 Modellen. Millionenwert. Aber so alte Autos zu pflegen, ist teuer. Sie zu verkaufen, war für den Paul Berger nie eine Option. Die historische Sammlung soll komplett erhalten bleiben. Wir haben viele Jahre probiert, eine Lösung zu finden mit der Gemeinde oder mit dem Kanton. Aber mir ist nie gehört worden, es hat immer geheißen, kein Geld. Und somit musste ich einfach eine Entscheidung treffen. Die Entscheidung, der erste je in der Schweiz produzierte Formel-1-Wagen oder der weltberühmte Hai 450 SS am Verkehrshaus zu übergeben. Danke vielmals, alles Gute, gute Fahrt. Das Monteverdi-Kapitel zu Binigen geht zu. Zu Luzern geht ein neues auf. Die Autos sind ab jetzt in der Obhut von Daniel Geismer, einem Ausstellungsleiter vom Verkehrshaus. Er weiss, wie man mit so einer wertvollen Fracht umgeht. Ab sofort sind die Autos eigentlich historisch und dann müssen wir einfach dazu Sorge geben. Auto für Auto kommt ein neues Plätzchen über. Das Verkehrshaus hat extra ein zusätzliches Stockwerk eingebaut. Und die grünen Flächen, die sollen an die Autogeburtsstätte Binigen erinnern. So ist tipptopp. Fehlerfrei. Das ist ein Kindheitstraum. Früher hat man im Quartett immer das schnellste Auto, ein Monteverdi. Und heute stehen sie da. Man hat das ganze Projekt begleiten dürfen. Und das ist nicht nur eine Nähe, das ist irgendwie auch eine Erfüllung von Kindheitserinnerungen. Also emotional wirklich ganz ein guter, ein grosser Moment für uns und für mich persönlich. Die Mechaniker sind gefordert. Eine neue Ausstellung gibt viel zu tun. Aber das Resultat kann sich sehen lassen, findet Paul Berger heute bei der Eröffnung. Ich bin überrascht, wie sie das schön arrangiert haben. Ich kann meine Kinder besuchen, wenn ich möchte. Und ich glaube, sie sind hier so gut platziert, dass man sagen kann, ich habe es richtig gemacht. Dank der Gabe von Paul Berger kann das Lebenswerk von ihm und dem Peter Monteverdi hier im Verkehrshaus weiterleben. Und auch den nachfolgenden Generationen erhalten bleiben.